10 kleine Jägermeister wohnen noch in der Kirch. Boah, ja. Und jetzt einen Reim auf Kirch finden. Das schneiden wir rein. Wir liegen jetzt 20 Minuten dran. Ha, sofort eingefallen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir werden hier eher weniger, als dass wir mehr werden, denn der Pastor. Oh, was ist denn jetzt los? Und auch der vor allem. You're not looking so good. Yep. Okay. You say so. Maybe grab some meds from the community supply, though, huh? Red mal mit dem. Oh, jetzt gehen sie gleich weg. Nicht mit Maya. Alan? Hey! Ja, wir sind hier. Good to see you. Na, mehr geht da nicht. Ne? Na dann an den Vorort. Nein, wir müssen schnell, bevor es immer weniger Leute werden. Say, I never gave you nothing. So, kann ich denn jetzt endlich diesen... Nope. Immer noch nicht. Nope. Achso, wir brauchen ja 100. 100, wie viel haben wir denn? 79. Steht da oben. Wo steht das denn? Unter dem grünen... Ach da. Kannst du nicht was reintun? Aber gut, dann würden wir... Achso, was habe ich denn dabei? Vielleicht, ich meine, die Axt hält die noch lang genug, dann können wir vielleicht den Cricketschläger weglegen oder so. Was habe ich denn hier noch für Pinseltabletten? Was ist Huck, das? Bringt 50. Das bringt 5, ist nicht so viel. Leg doch den Cricketschläger weg. Die Axt hält noch eine Weile, oder? Guck mal rauf. Ja, die ist noch super. Also den wie weg. Wie neu. Das ist eine Hornbach-Axt aus Panzerstahl. Was hat's damit eigentlich auf sich? So ein Werbegag, aber eigentlich ganz cool. Der hat den Panzer eingeschmolzen. Einen. Ja, genau. Ein Original aus dem Panzerstahl, also im Stahl von dem Panzer, haben sie halt einen Hammer gemacht. Und dann hast du halt einen Hammer, der halt aus Panzerstahl ist. Okay. Ganz witzig. Ein Brüller. Ja, was ich halt so witzig. Und schon wieder eine neue Karre. Ah, nee, ist die alte. Die alte war doch aber grün. Was ist denn da jetzt? Witzig, die Karre da. Wir gehen jetzt zum Kirkman-Anwesen. Warum denn? Was machen wir da? Was schon da dabei? Potenzielle Außenposten. Baustelle, nichts mehr da. Nanu? Was möchtest du denn jetzt machen? Das hier. Erforderlich 8 Personen. Ich möchte mal umziehen. Hast, ja, wir wollten noch die geile Base, wo wir 12 Leute brauchen. Wo ist denn die? Die war hier in der großen Stadt. Da. Da irgendwo. Ich glaube, da links, ganz links oben. Das da. Das da. Nee, darunter. Das da. Genau, guck. Trucking-Lager. Das hat auch irgendjemand mal empfohlen, aber nachdem wir uns schon dafür entschieden hatten, jetzt haben wir uns ja schon vor ein paar Folgen dafür entschieden, und dann hat es damit anders geschrieben, dass das wohl der Hit ist. Die. Ich finde es auch super. Was ist denn da oben für eine Mission? Läufer in Schwierigkeiten. Doch. Dann holen wir die doch da ab. Na, schön. Ist doch die Karre. Ich dachte, vorhin wäre die grün gewesen. Das ist die Leuche in grün, du. So. Auf und davon. Hast du jetzt überhaupt schon gerufen nach diesem Funkspruch abgesetzt? Nee, ne? Hab ich doch gemacht. Okay, dann habe ich nicht aufgepasst. Ja, tatsächlich. Du hast das gemacht. Was habe ich gemacht in der Zeit? Egal. Ich habe den Vulcan Nerf Pitch bei dir gemacht. Pinch. Was ist denn da passiert? In die Stratosphäre und noch viel weiter. So, jetzt helfen die Läufer. Und dann können wir noch nach Kanonenkugeln suchen. Die sind echt, aber beim Baumarkt müssten die ja sein, oder? Oder Panzerstahl, genau. Ja. What does he want? Something about a favor? I don't know, just hurry home, okay? I don't like the way he's looking at me. Wir kommen auch zu nichts. Alle müssen uns jetzt hier immer auf den Sack gehen. Dann fahren wir gleich wieder nach Hause. Nehmen wir sacken jetzt hier die Runnerin ein. Voll den Runner. Falsch gefahren. Völlig falsch gefahren. Und dann, wow. Und dann ab nach Hause. Aber die will dann gehen uns wieder mal auf den Sack. Machen wir jetzt einfach mal in so einem Ausbruch der Gewalt einfach wegmachen. Ja, könnte stimmen, so. Oder noch aufsteigen. Ja, hoffentlich drin, oder? Drin. Nein, das ist völlig falsch. Das kommst du von außen welche an. Nein, wird gefressen. Das ist aber nicht gut. Wir sollen doch nicht tot gehen. Wie geht's da rein? Hier so.
Maya! Oh nein, sogar die Maya. Sehe auch nichts. Axe einfach wild um sich. Ich liege hier hinten, damit beschäftigt den Kopf an die Wand zu hauen. So ein typischer GameCube-Zuschauer. Kann ich auch ständig, dass sie irgendwie den Kopf immer irgendwo gegenhauen müssen. Übrigens glaube ich auch unser Erfolgsgeheimnis. Was gibt's denn hier so? Durchsuchen. Ja. Der linke ist fast was, glaube ich, was man durchsuchen kann. Fuck you the Zed. Nichts von da. Da ist aber bestimmt was. Können wir uns fett den Rucksack vollschmeißen? Jawohl. Ja, das nehmen wir noch hier. Ja. Eins, ja, eins nehmen, eins aufbrechen, würde ich sagen, oder? Oder kannst See du beides, immer beides mit? Roger that. We'll be oder willst du einen Läufer hierher schicken? Na. Gewindebohrer. Gnadenloses Zombie-Kill-Werkzeug. Nice. Nice. Ja, dann steigen wir einfach in die Karre und verziehen uns hier und fahren zurück zu den Wilkinsons, die uns hier wieder auf den Sack gehen. Kommt ja zu nichts, ne? Echt mal. Man weiß also nicht genau, wie es mit der Main Story weitergeht. Er meinte ja, wir sollen uns mal ein bisschen um Vorräte kümmern. Fährt jetzt mit? Nicht mit dir. Na, würde ich bei der Karre auch. Lieber nicht. Laufen. Komm mit, Mädchen, steig in mein Auto. Nee. Ich glaube, dass es jetzt eskaliert in diesem Weltkampf. Das ist ein süßer Vorwand, oder? Nicht wie es hier. Gib mir einen Grund. Steht da schon der geladene Shotgun. Miha! Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, Gott sei Dank kommt nicht wieder irgendwo aus dem Licht ein Zaun oder so. Das wäre wieder fatal. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Jedes Mal. Oh, davon haben sie genug. Can I help you? Job sent me. Wants to ask a favor of you. Eine Sekunde. Legen wir erst ein paar. I found this while I was out. What you got? Oh, you know, stuff. We got a big trade going down over at the ranch house. But they want some kind of neutral observer, whatever the fuck. Job figured maybe you'd put their minds at ease. What do you say? You'll get a cut of the deal, of course. Provided it all goes according to plan. Bevor du was drückst, müssen wir mal gucken mit den Fraktionen, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns so geil mit den Weekends uns da mal zum Handlanger machen lassen sollten. Fair enough. If you change your mind. Was ist die erste? Das kann ich nicht riskieren. Hier kannst du nicht bleiben und nicht die Hoffnung aufgeben. Was die ersten zwei sind noch sehr ähnlich, oder? Die erste ist, ich erschieße ihn. Die zweite ist, er geht und stirbt irgendwo selbst. Und die dritte ist, oh, there, there. Töte dieses Gemeinschaftsmitglied, bevor es zu spät ist. Ach, da steht es ja auch. Ja. Und das zweite steht dann auch dann so rausschmeißen. Klick mal durch einmal. Genau. Oder es zumindest versuchen. Das ist ja super. Ich würde, was sagst du? Du bist doch so die harte Sau in solchen Fällen. Der hat gehustet, Michi. Ey, du hast echt hinter die Scheune jetzt mit ihm, oder was? Natürlich. Du bist so krass. Bin ich krass, ich bin pragmatisch. Mann, 9 Überlebende. 9 Überlebende, die wohnen in der Kirche. Auf Kirch reimt sich nix. Ich glaube, das ist ziemlich cool, wie weit das weg ist. Wo wir den entsorgen. Nimmst du die Karre? Kirsch ginge vielleicht irgendwas. 9 Kirsch. Überlebende, die wohnen im Gotteshaus. 2 fuhren in den Wald. Einer kam wieder raus. Es geht. Ja, guck. Mit Gott im Herzen geht alles. Also von so einem Kreuz aufgespießt irgendwie.
Ein altes Vampirproblem. Das ist ja, das wird echt immer wie von Folge zu Folge. Oh. Ja, vielleicht kommt das, das Traglager. Einer fliegt nach einer. Ja. Was gibt's hier? Was ist das? Das ist die Tierklinik. Tierklinik? Warum fallen mit ihm in die Tierklinik? Wie fies ist das denn? Können wir nicht jetzt aus Versehen erschießen, während er mit denen kämpft, so wie du das bei Skyrim gemacht hast? So, ups. Nee, upsie. Das tut mir leid. Hab ich dich. Wo ist denn jetzt hin? Der hat sich verpisst, oder was? Der hat Mund gerochen. Töte deinen Freund. Wir hätten hier gar nicht hingemusst, wir hätten hier raus. Doch, der ist da hinten, ja. Der hat Lunte gerochen, die Sau, hat sich verschanzt. Der ist echt hinter den Schuppen gegangen. In den Schuppen. All quiet here. Oh, Alter. Was? Das ist doch humaner, als ihn mit der Axt zu erschlagen. Mach halt, ich guck weg. Alter. Krass. In pace requies. Requisca. Ich kann kein Latein, tut mir leid. Das ist nie gelernt. Das war polnisch. So, jetzt suchen wir noch die Garage. Da ist noch Zeug gewesen. Muss ja gelohnt haben, dass wir hergekommen sind. Und das ist ein neuer Alan. Nein. Tut mir leid, für den kann ich echt kein Mitgefühl aufbringen. So ein Arsch. Der ist genauso pragmatisch gewesen wie du. Ja, gewesen. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide. I'm loaded up. See you back at base. We'll see you soon. Das ist so blöd, dass das den anderen Funkspruch unterbricht. Ja. So was Blödes schon wieder. Der Michi. Kommt gleich wieder die aus dem Diner, weil du die Rechnung nicht bezahlt hast. Extra umgedreht. Die schon geahnt. Sharp. Und ja, nochmal. Hättest du nicht schon den Abschlag machen können. Ja, oh, Militär, Zombo. Oh, jetzt hau einfach ab hier. Ab ins Auto und tschüss. Und? Mein Gott. Skill increase, Michi. Viermal daneben, ey. Have you looked at the streets lately? It's like every day is Zombie Pride Day. What's the situation at home? New report from our scouts. Shit, that's a zombie horde. Think you can handle it? I think we're okay. Mit Zombie-Paraden kennst du dich ja inzwischen aus. Ja. Oh, jetzt kann ich das mal erzählen. Ja, jetzt komm, erzähl. Ich hatte keine Zeit. Ich war, Das erzählen wir in der nächsten Folge, sonst wird es hier zu knapp. So. Das wäre schade. Guck mal kurz auf die Karte, was machen wir denn jetzt? 9 Bevölkerung. Haben wir irgendeine geile Mission? Wir hauen noch die Horde weg. Okay, das ist eine gute Idee, bevor die auf unsere Base zu marschieren. Oh Mann, ich bin zu früh abgebremst. Ja. Warte nochmal. Bremsen sind zu geil. Das sind halt die neuen Carbonbremsen, die wir hier reingetrimmt haben. Das sind zu gut. We'll crack open a cold one for you. Yo, Dog, I heard you like to break. Na geil. Rechts kommt auch noch eine Horde. Dann wir brauchen ja auch 50 Baumaterialien, um die neue Basis im Besitz nehmen zu können. Also das Auto ist kurz vor im Arsch, oder? Ja. Das wäre so geil, wenn die genau in den explodiert wäre. Ich hätte dich echt gefeiert. Steht da noch einer? Das ist genau in denen explodiert, guck. Das wäre so cool gewesen, ein bisschen früher. Naja. Fast. Gar nicht schlecht. Dann laufen wir zurück zur Basis. Aber jetzt direkt eine direkte Mission haben wir nicht, oder? Dann gucken wir in der nächsten Mission einfach mal, dass wir mehr Baumaterialien aufgreifen. Die brauchen wir. Es ist irgendwie so ein bisschen so ein Teufelskreis. Das ist so schlimm. Wie im echten Leben halt auch. Das ist immer so eine Tretmühle. Man kommt ja halt nie vorwärts. Also wir gucken mal ein bisschen nach neuen Materialien. Du kannst ja dann deine coole Zombie-Parade-Geschichte von der Comic-Con erzählen. Ja. Und ich kann wieder spielen. Das ist das Wichtigste. Da freuen sich die Leute auch schon drauf. Dass du spielst oder dass ich erzähle? Beides. Also, bis dann. Ciao.